Hallo Freunde der Sonne, Titanfall ist draußen und ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe schon das Tutorial gespielt gehabt, aber da ich das so gut fand, werde ich euch das jetzt auch nochmal zeigen, weil dann sieht man so ein bisschen, was man machen kann und um was es geht und ist auf jeden Fall recht cool gehalten. Also machen wir mal das komplette Training. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer gemacht hat, aber ich fand es recht cool, deswegen zeige ich euch das gleich mal. Ja, Ladezeiten sind leider Gottes vorhanden. Aber ist noch erträglich. Wenn es mir zu viel wird, dann schneide ich es einfach raus. Bin ja mal gespannt, wie viele Frames ich habe. Ich habe alles auf High-End gestellt. Diese Einheit ist autorisiert für nur Militär. Der Besitz durch eine Einzelperson ist eine Straftat. Willkommen im Hammond-Piloten-Zertifizierungssimulator. Warnung. Nicht registrierte Benutzer. Code akzeptiert. Trainingskapsel autorisiert. Willkommen, Pilot. Blicken Sie zur AR-Kalibrierung auf die roten Lampen. Also ich versuche das alles so ein bisschen schneller durchzumachen. Ich versuche die Erklärung trotzdem noch von den von der KI zu bekommen. Mal schauen. Wollen Sie die vertikale Blicksteuerung spiegeln? Nein. Visuelle Kalibrierung beendet. Initialisiere Simulator. Sie dürfen in der Simulation herumlaufen. Bitte gehen Sie durch den Tunnel vor Ihnen. Sprinten Sie durch den Tunnel. Springen Sie über das Hindernis. Wenn Sie sprinten, springen Sie weiter. Springen Sie zu einer Kante, um sich hochzuziehen. Ja, das war die erste Runde. Und das geht jetzt immer weiter bis zu so einer Art kleinen Endtraining. Ihre wichtigste Ausrüstung als Pilot ist Ihr Jump Kit, mit dem Sie an Wänden laufen können. Passieren Sie die Lücke per Wandlauf. Ich denke mal, das ist das, was die Leute am meisten interessiert, dieses Parcours. Das ist recht einfach gehalten. Einfach gegenspringen, er läuft von ganz alleine. Sie können auch mehrere Wandläufe kombinieren. Springen Sie von einem Wandlauf direkt zum nächsten. Ah, wie ihr seht, gar nicht so schwer. Hier könnte ich vielleicht verkacken. Ah! Sag ich ja. Wandlauf, dann Sprung, weg von der Wand, Richtung Kante. Zack. Dadurch gewinnen Sie genug Höhe, um hinaufzukommen. Sehr gut. Ja, also der erklärt einem auch nochmal ganz genau, was du falsch gemacht hast und was du machen sollst, damit das funktioniert. Erreichen Sie mit Sprints, Sprüngen und Wandläufen den Ausgang. Also ich denke, man kann hier auch extrem weit rennen. Ich mache das aber nicht. Mir reicht das, was ich habe. Anforderungen erfüllt. Ich breche dann immer so ein bisschen ab, damit man... Vielleicht erzählt er ja noch was. Von daher ist es mal Jump praktisch. Kits verbessern ihre Sprungkraft. Sie können daher nach dem Abheben noch einmal springen. Mann. Ja, also Space und dann nochmal und dann ist Doppelsprung. Zack. Der Sprung wird noch weiter, wenn Sie mit dem zweiten Sprung länger warten. Ziehen Sie sich per Doppelsprung in das Loch über Ihnen hoch. Läuft. Erreichen Sie mit Wandläufen und Doppelsprüngen den Ausgang. So. Wo ging der nochmal lang? Ach nee, Quatsch. Das ging ja auch irgendwie anders. Sehr guter Orientierungssinn, Pilot.
Jaha, so sieht's aus. Tarnung, das heißt fast unsichtbar zu werden, ist für Piloten überlebenswichtig. Tarnen Sie sich und rücken Sie zügig vor, um die Wachen zu passieren. Ich bin jetzt getarnt und laufe unter denen durch. Sehr gut. Die Tarnung hält nicht ewig. Behalten Sie Ihre Tarnungsanzeige unten links im Auge, um zu wissen, wie lange Ihnen noch bleibt. Sie können mit einem Nahkampfangriff aus nächster Nähe lautlos töten. Nähern Sie sich dem Ziel für den Nahkampf. Oh, bei auf Wiedersehen. Einem Nahkampfangriff von hinten richten Sie den Gegner hin. Ein frontaler Angriff ist zwar deutlich zeitsparender, jedoch auch wesentlich gefährlicher. Ziehen Sie Ihre Waffe, um fortzufahren. Die Waffe ist leer. Legen Sie ein Magazin ein. Das ist die Smart Pistol, eine Waffe mit Zielautomatik. Nähern Sie sich einem gültigen Ziel, bis die Smart Pistol es erfasst. Drücken Sie erst ab, wenn das Ziel erfasst ist. So, hier seht ihr auch, dass so ein kleiner Rahmen. Neutralisieren Sie das Ziel mit der Smart Pistol. Und in dem Rahmen muss dann quasi das Ziel sein. Dann peilt das Ding von alleine den Kopf an. Ziel muss nur schießen. Eliminiert. Tot. Die Smart Pistol kann auch mehrere Ziele erfassen. Und da ist es bei mir schon wieder so ein bisschen grenzwertig. Sie alle Ziele mit der Smart Pistol. Das finde ich schon wieder so ein bisschen grenzwertig, dass man mehrere anvisieren kann. Guckt euch das an. Ja, ich habe jetzt alle anvisiert. Ziele neutralisiert. Hat was von Red Dead Redemption. Manche Feinde, vor allem Piloten, müssen mehrfach erfasst werden, um sie zu töten. Ja, also Spieler nicht einmal anvisieren. Wie ihr seht, Spieler nicht nur einmal anwählen, sondern der muss gleich dreimal angewählt werden. Aber ich muss dafür nichts machen, ja. Ich muss nur mit dem Bereich drin sein. Er peilt ihn dreimal an. Ausgeschaltet. Tot. Wählen Sie jetzt Ihr Gewehr. Na, aber selbstverständlich. Um präziser zu feuern, können Sie durch das Visier Ihrer Waffe zielen. Zerstören Sie alle Ziele der Schießanlage. Ich weiß nicht warum, aber das ist hier so ein bisschen hakelig. Magazinwechsel eliminiert. Ihr geringer Munitionsverbrauch wird vermerkt. Ja, hier hatte ich mal Probleme gehabt, weil ich zeige mir das gleich. Eine Granate in jedes Fenster. Normalerweise fliegen die Granaten ja so eine Art Kurve, ja. Aber hier kannst du die Dinger fast direkt reinschmeißen. Da brauchst du gar keine Kurve machen. Normalerweise müsste ich jetzt hier hinzielen, damit ich da reinkomme. Aber ich glaube, hier reicht schon, wenn ich so mache. Oh, nee, doch nicht. Hey. Ja. Sehr gut. Und manche zählt er auch gar nicht, ja? Also manchmal habe ich die auch reingeworfen und die sind drin explodiert, aber die wurden nicht gezählt. Keine Ahnung warum. Kampfszenario gestartet. Alle Gegner im Zielgebiet vernichten. So, was der Kollege uns nicht gesagt hat, was man noch machen kann mit dieser Waffe. Die erscheint in der linken oberen Ecke des AR-Displays. Die kleinen Punkte auf ihrer Minikarte stehen für feindliche Truppen. So, was der nicht gesagt hat, was man noch mit den Granaten machen kann, das hat er nicht erzählt. Was ich aber recht cool finde, ist, ich kann die feuern, die Waffe peilt die an, ich kann sie zum Explodieren bringen, der Typ da hinten ist tot. 1, 2, 3, zack, 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 tot. Ja, der peilt halt auch extrem schnell an. Da, ich zeig das nochmal, vielleicht gehst du nochmal mit der Granate hin. Ich schmeiß sie da hin. Er peilt die an, ich schieß drauf, der fliegt in die Luft. Das ist eigentlich ein cooles Gimmick. Fällt mir. Aber man kann auch selbst zielen. Ihr seht keine Probleme. Bei Übung mit scharfer Munition. Gut gemacht. Kampfszenario initialisiert. Feindlicher Titanfall in Kürze. Durch kleine Waffen nehmen Titans keinen Schaden.
Wechseln Sie zu Ihrer Titan-Abwehrwaffe. Zerstören Sie den Titan mit der Titan-Abwehrwaffe. Für diese Übung wurde die Todessimulation deaktiviert. Wenn sich als Pilot Ihr Sichtfeld rot färbt, sind Sie dem Tod nahe. Erleiden Sie für kurze Zeit keinen Schaden, stabilisiert sich Ihre Gesundheit. Sobald die Rotfärbung verschwindet, sind Sie vollständig wiederhergestellt. So, der Titan stirbt jetzt gerade, wie man sieht. Man kann noch ein bisschen beschleunigen. Kämpfe gegen Titans sind sogar mit der richtigen Bewaffnung gefährlich. Piloten erhalten durch Kampfeinsätze Ansehen für den nächsten Titan-Abwurf. Ist Ihr Titan fertig, können Sie ihn über dem Schlachtfeld abwerfen. Starten Sie einen Titanfall, um fortzufahren. Blicken Sie nach oben, um die Landung Ihres Titans zu sehen. Nähern Sie sich dem Titan, um einzusteigen. Ja, und mit dem Spielzeug geht so einiges. Der ist cool. Titans sind eine natürliche Erweiterung des Piloten. Mit der Primärwaffe Ihres Titans feuern Sie wie mit einer Pilotenwaffe. Eliminieren Sie die Feinde in den Landungskapseln. Ja, man kann die auch umrennen. Ausgezeichnet. Kampfszenario beendet. Titans können mit einem seitlichen Jetschub schnell die Richtung ändern. Fahren Sie mit einem Jetschub in beliebiger Richtung fort. Jetschub nach rechts. Die Jetschub-Anzeige ist unter dem Fadenkreuz der Cockpit-Anzeige des Titans. Jedes blaue Feld steht für einen Jetschub. Jetschub zurück, bitte. Jetschub nach vorne. Sehr gut. Gehen Sie bitte zum Ausgang. Okay. Titans weichen häufig per Jetschub Gefahren aus. Folgen Sie dem Gang und weichen Sie den Raketen aus. Also hier kann ich nicht sprinten. Hier geht es einfach nur darum, dass ich schnell ausweiche. Zur Abwehr von Fernwaffen können Titans mit Vortex-Schilden bestückt werden. Diese absorbieren vorübergehend Geschosse und werfen sie zurück. Auch ein schönes Spielzeug. Na komm. Mach schon. Tja, also ganz viele Kugeln schon eingefangen. Und bitteschön. Das war gut. Das finde ich auch eine coole Sache. Erfahrene Piloten verlassen in der Schlacht häufig ihre Titans. Steigen Sie jetzt aus Ihrem Titan aus. Öffnen Sie im Kontrollraum das Tor für Ihren Titan. Also wie ihr seht, das Ding bewegt sich selbstständig. Das ist also quasi, wie soll ich es beschreiben, wie ein Haustier. Ja. Das Ding schießt auch alleine. Und jetzt kommt der Clou.
Piloten können die KI ihres Titans auch zu Fuß steuern. Der Titan folgt ihnen entweder oder bewacht seine aktuelle Position. Der aktuelle KI-Modus ihres Titans wird unten rechts im Piloten-HUD angezeigt. Aktivieren Sie Folgen, damit der Titan Ihnen durch das Tor folgt. Coole Sache, oder? Ein Titan im Folgenmodus versucht, in der Nähe Ihrer Position zu bleiben. Gehen Sie zu Ihrem Titan und steigen Sie wieder ein. Na komm hier. Komm hier. Nico. Ja, hier. Steuern Sie Ihren Titan zum Ausgang. Titans haben auch Sekundärwaffen für den Kampf. Sie kommen zum Einsatz, wenn keine Primärwaffen verfügbar sind und erhöhen so die Kampfkraft Ihres Titans. Ihr Titan wurde mit der Raketensalve bestückt. Feuern Sie jetzt Ihre Raketensalve ab. Setzen Sie Sekundärwaffen ein, um Ihre Schlagkraft im Kampf zu maximieren. Cool, hä? Bereit machen für den letzten Kampftest. Setzen Sie alles ein, was Sie gelernt haben. Okay. Feindliche Titanschilde vorübergehend deaktiviert. Bitteschön. Boah. Elendiger Schweinehund. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Ja, also es gibt hier auch Nahkampfangriffe. Kann man auch. Kann auch zuschlagen. Achtung, nächste Welle. Alarm. Feindliche Titans können jetzt modernere Waffen haben. Ja, man kann auch die Waffen einsammeln, die ihr seht, ja. Schieß doch! Jeder Titan hat einen Schild, der erlittenen Schaden abwehrt. Der Schildbalken ist über dem Gesundheitsbalken am oberen Rand des Hard. Erleiden Sie für kurze Zeit keinen Schaden, laden sich die Schilde wieder auf. Gute Piloten haben die Schilde ihres Titans immer im Auge und machen nach Bedarf Pausen zur Wiederaufladung. Das ist meine gegeben. Der Gesundheitsbalken Ihres Titans befindet sich... Stirb, du Elendiger! Beachten Sie, dass sich Ihr Gesundheitsbalken nicht regeneriert. Oh, ich krieg Schaden. Ist der Gesundheitsbalken leer, hat Ihr Titan den Status totgeweiht. Oh, voll daneben. Boah. Welle überlebt. Bereit machen für nächste Welle. Ja, man kann diese Waffen quasi auch einsammeln. Ja? Feindliche Titanschilde online. Vorsicht. Bleib jetzt mal bei der. Titan ist irreparabel beschädigt. Veteranen sprechen dann von Todgewalt. Hat Ihr Titan diesen Status, wird er sich unweigerlich selbst zerstören. Sie haben bei dieser Simulation unbegrenzt Zeit zum Aussteigen. Im echten Kampf ist das nicht so. Sie müssen aussteigen, bevor Ihr Titan zerstört wird. Ja, ihr habt jetzt oben den Balken gesehen, wie der abgelaufen ist. Nutzen Sie nach dem Aussteigen die Vogelperspektive zur weiteren Planung. Sehr gut. Ihre Pilotenkampfzertifizierung ist beendet. Ja. Und das war das Tutorial. Und ich finde, allein das ist ja schon recht cool gewesen. Bleiben Sie zur Sicherheit in der Trainingskapsel und finden Sie Ihr Gleichgewicht wieder. Alle mal herhören. Wir sind noch 5 Minuten von der Horizon-Station entfernt. Piloten, wir sind da. In 10 Minuten haben sie ihr Zeug gepackt und mein Schiff verlassen.
Willkommen im Grenzland. Ja, wir waren also quasi die ganze Zeit im Weltraum unterwegs und das, was da zu hinten zu sehen war, das war nicht die Welt der Avatare, ja, sondern das war einfach nur ein Hologramm. Ja, seht Level 1 und ich werde jetzt loslegen, werde ein bisschen daddeln und ja, werde euch dann meine Erfolge präsentieren und könnt ihr die nächsten Videos sehen. Also, dann Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, was ihr sehen wollt, wenn ihr es sehen wollt und so weiter und so fort. Stellt Fragen und ja, abonniert mich, denn seid ihr immer schön laufend dabei, immer wenn es was Neues gibt. Und ja, bis dann, tschüss.